Willkommen im Sky Kitchen hier im Vienna Haus Andels Berlin. Heute zu Gast einer der erfolgreichsten Podcast-Macher Deutschlands vom Hotel Matze. Herzlich willkommen, Matze Hilscher. Wie geht's dir? Hallo, hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr. Gleichfalls, danke schön. Normalerweise? Ist ein schönes Hotel auch. Ja, ist nicht meins. Ja, das, schade, also das wäre jetzt wirklich, das, also da würde ich aber sagen, Mensch, Chapeau, wenn das deins wäre. Dann würde ich aber auch fragen, ob du bitte deinen Podcast hier machen würdest. Ja. Weil der kommt sehr, sehr gut an. Das stimmt, aber es wäre hier vielleicht, ich weiß nicht, ob, weil wir haben ja einen unglaublichen Blick, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Aber am Anfang hat man es gut gesehen. Das ist, weil hier natürlich mit so viel Glas, was für die Sicht schön ist, fürs Visuelle, aber zum Hören ist es nicht optimal. Also ich gucke ja immer eher nach Räumen, die sehr, sehr klein und kuschelig sind, damit es besser klingt und man so ein bisschen das Gefühl hat eines sehr geschlossenen Raums. Ja. Ich habe deinen Podcast, ich kannte den noch gar nicht, da wurde er mir immer schon mehrfach zugetragen. Oh, Hotel Matze, oh, sehr gut. Musst du gehört haben, das ist der sehr Wahnsinn. Gut. So gute Fragen stellt er. Würdest du das unterschreiben? Ich glaube, das ist komisch, wenn man das sagt, so gute Fragen stellt er. Also ich stelle so gute Fragen. Ich glaube, ich frage im Grunde nur das, was mich interessiert. Das ist es... vielleicht das Einzige, was ich dazu sagen kann. Und ob das jetzt gute Fragen sind. Also ich glaube, die meisten hören ja nicht das, was vor dem Schnitt rauskommt. Und wenn ich mir die Sachen anhöre, und ich höre die Sachen ja alle an und schneide die dann auch, dann denke ich manchmal schon, meine Güte, hast du da rumgestammelt. Also von daher, naja, ich nehme es als Kompliment. Nimmst du manchmal Fragen im Nachgang nochmal auf, wenn du sie nicht gut formuliert hast? Nein, 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 never ever. Sicher? Ganz sicher, ganz sicher. Ich habe tatsächlich das Einzige, was ich mal nachgemacht haben musste, war mit Christian Ulm, der einen Namen einer Kollegin falsch ausgesprochen hat. Und dann haben wir das so in unterschiedlichsten Variationen nochmal aufgenommen. Und das hat total Spaß gemacht. Also das war das Einzige Mal, dass wir sozusagen nachsynchronisiert haben. Und ich glaube, man hat es auch nicht gehört. Ansonsten nicht. Wie ist überhaupt die Idee entstanden, dass du gesagt hast, jetzt habe ich es Podcast, Hotel Matze? Ja, also ich bin... erst mal leidenschaftlicher Jogger, jetzt sagt man, glaube ich, Läufer oder Runner, aber ich, naja, Jogger. Und ich habe ganz viel mal Musik gehört und mich hat das total genervt irgendwann, weil ich so meinen eigenen Musikgeschmack nicht mehr ertragen habe. Und dann hat mir ein Freund Podcast empfohlen, das war so 2014. Und ich kannte Podcast so vom Namen, aber dachte so, das ist doch irgendwie, hä? Und das gab dann sozusagen der Anfang der zweiten Podcast-Welle. Und dann habe ich angefangen, so amerikanische Podcasts zu hören, bin sofort süchtig geworden, weil mich das ultra begeistert hat. Und ich kannte sowas in Deutschland gar nicht. Gab es auch ganz viele Longform-Interviews, die auch mal 2 oder 3 Stunden gingen, wie Joe Rogan Podcast zum Beispiel oder Tim Ferriss Podcast. Und ich kannte hier Interviews immer nur so in so einer ganz kurzen Variante, 20 Minuten im Radio oder wenn es gut läuft, eine Stunde und dazwischen immer Musik. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das will ich gerne mal ausprobieren. Und bis dato hatte ich dann immer so, wenn ich Interviews gemacht habe, was mir immer schon Spaß gemacht hat, musste ich dann immer dann transkribieren und so weiter. Das ist irgendwie nicht so nett, das macht irgendwie nicht so Spaß. Und dann habe ich dann 2016, glaube ich, mich dann getraut zu sagen, jetzt mache ich das mal und jetzt versuche ich das mal mit meinem eigenen Podcast mit der Idee quasi den amerikanischen Style hierher zu bringen. Also dieses lang ausgeruht. Und da bist du dann einmal durch dein Telefonbuch und hast geguckt, wer wäre ein guter Gast, wer könnte. Und dann hast du dich für Gast Nummer 1 entschieden. Ja, Ronja von Rönne war das. Habe ich neulich sogar nochmal die Anfrage rausgesucht. Das war tatsächlich bei Facebook. Ältere Zuschauer kennen das vielleicht noch. Das war früher mal eine soziale Plattform. Das haben früher ganz viele Leute genutzt. Es gab früher auch einen Musikpreis, der Echo heißt. Stimmt. Gibt es heute nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Und da habe ich sie angefragt und ich wirklich eine wahnsinnig krude Anfrage geschickt und sie hat zugesagt. Und das hat mich sehr gefreut und es ist aber wirklich unerträglich zu hören heute. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht mit deiner ersten Sendung. Es ist irgendwie, also ich finde, man sollte es trotzdem umlassen. Aber kennst du das, was man sich... Hast du echt überlegt, sie runterzunehmen?
Nein, aber es ist, nee, habe ich nicht. Es geht eh keiner zum Anfang zurück. Doch, es ist die meistgehörte Folge ever. Es gab eine Folge, die noch erfolgreicher war, aber ich glaube, es ist immer so bei Podcasts, dass man dann doch nochmal irgendwann hören will, wie fing das eigentlich an. Also ein sehr guter Freund von mir, ist ein Riesenfan von deinem Podcast, ja. Also die ersten im Leben nicht gehört. Ja, dann ist er ja wohl nicht der richtige Riesenfan. Wenn du heute nochmal anfangen würdest mit Hotel Matze, ja. Wäre Ronja nochmal, Wahl Nummer 1 für die erste Folge? Ich fand die super, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich die, also das ist, hat ja immer so mit einer Interesse, mit einem Interesse, was man in dem Moment hat. So, und da kam gerade ihr erstes Buch raus, sie hatte schon ihren ersten Shitstorm. Und es ist natürlich irgendwie spannend, danach zu fragen, wie ist das? Du willst eigentlich erfolgreiche Schriftstellerin werden, jetzt bist du es auch, aber hast einen Shitstorm. Ist das dann immer noch toll oder ist es irgendwie dann doch nicht mehr so doll? Und heute wäre es vermutlich eine andere Autorin, könnte ich mir vorstellen. Heute wäre es wahrscheinlich jemand wie Ilona Hartmann oder so, die jetzt auch kurz vor ihrem ersten Buch steht oder jemand ganz anderes. Aber ich glaube, ich würde genauso wieder gucken, wer steht, mit wem bin ich bei Facebook oder jetzt Instagram befreundet. Und wer hat minimum einen Shitstorm schon gehabt? Wer hat schon einen Shitstorm gehabt? Natürlich, Grundvoraussetzung. Ja, der Knacks ist ja das Interessante, finde ich. Völlig zu Recht. Schon, ja. 99 Folgen später war der großartige Clouseau da. Ja, stimmt. Hättest du bei Folge 2 gedacht, die 100. macht Clüsen? Nee, also das nicht. Also ich habe bei der Folge 2, also ich habe, als ich angefangen habe, ich mir gedacht, ich mache 10 Folgen. Das und, hat gut geklappt. Und ja, nee, und entscheide dann, ob ich weitermache oder nicht. Also weil ich finde schon, dass man so ein bisschen... Bei mir waren es 12. Ich habe gesagt, nach 12 Folgen entscheide ich, ob ich weitermache. Das ist wichtig, oder? Ja, ja. Ich finde, weil man sonst so, man kann ja gerade, wenn man, hast du vorher schon andere Sachen im Fernsehen gemacht? Im Fernsehen? Oder also, Im Fernsehen auch, Bewegtbild. Aber auch im Internet was probiert, was nicht so gut funktioniert hat. Und dann, ich habe keine Probleme loszulassen. Ja. Und ich gucke dann einfach, funktioniert das? Und wenn es funktioniert, dann verfestigt sich der Griff. Ja. Und wenn nicht, dann weg. Aber du hast vorher sozusagen schon Bewegtbild gemacht. Ja, ja. Und bei mir war es halt, ich habe nichts gemacht in der Richtung vorher. Und dann ist es nochmal so was, man ist ja angreifbar. Und dann, also kann es ja sein, dass entweder Leute sagen, es ist furchtbar oder Leute sagen, es ist total super oder was auch immer. Aber ich finde, so eine Zahl zu haben, dann verpflichtet man sich und ist irgendwie, bleibt irgendwie dran. Und dann kann man danach immer noch sagen, ja. Und deswegen habe ich nicht an die 100. gedacht und auch nicht an Clouseau, obwohl ich ihn damals schon kannte. Ja, ja, natürlich. Ja. Du warst Bassist einer meiner Lieblingsbands. Bin ich heute traurig. Virginia jetzt gibt es nicht mehr. Oder es gab auch eine heitere Abwandlung des Namens, ein bisschen mit dem weiblichen Geschlechtsmerkmal verbunden. Stark. Die bestimmt nie gehört, diesen Gag. Nee, nie. Nie. Nee, wirklich jetzt. Welches Geschlechtsteil meinst du? Und ich durfte euch live sehen auf, ich glaube, dem einzigen Mal, dass es in Berlin das Festival gab, Berlinova. Oh ja. Du wirst heute noch davon zehren, weil ihr so viel Geld dort verdient habt. 2000 Euro. Siehst du? War damals schon Euro. Und ihr wart großartig. Es hat geregnet. Natürlich hat es geregnet. Ja, es hat geregnet, ja. Und natürlich kam bei Ein ganzer Sommer die Sonne raus. Und es haben die Black Eyed Peas haben gespielt. Richtig, die Black Eyed Peas und, haben das. Und ich habe mit Fergie gegessen. Mit Fergie. Ja. Fergie. Fergie. Ja, das Krasse war, die Black Eyed Peas, das war damals, die 100-Jährigen werden sich erinnern, Shut Up, war genau. Noch nicht draußen. Das wurde der Riesenhit, aber da wurde er schon performt. Die haben eine Show abgerissen und die hatten, glaube ich, auch 17.30 Uhr den Slot. Ihr wart 14.30 Uhr ja. Oder so. Und es war absurd insofern, dass es eine Mischung war, auch wenn wir ältere Herren reden von früher, Black Eyed Peas, Virginia jetzt und Motorhead auf einem Festival. Das genau, fand ich Bushido auch, war auch da. Oh, und stark. Auch Scala. Der Kolaschnikow Brothers mit Scala als Headline. Weißt du noch, wo dieses Festival, wo das örtlich war? Am Rande von Berlin. Es war auf jeden Fall nicht in Berlin. Es war nicht in Berlin, ne? Es war so eher so Brandenburg-Nova. Genau. Ganz genau. Ich mochte eure Musik wirklich gerne. Ich mochte Liebeslieder. Wahnsinnig. Oh, das wahnsinnig. Das ging auch so nach vorne. Für kein Lied wurdet ihr so hart kritisiert wie für Liebeslieder. Ja, das stimmt. Ja, da fällt der Satz, das ist mein Land und meine Menschen, meine Güte, gab das einen Shitstorm. Mir hatte kurz davor einen abgekriegt, war alles völlig unsinnig, weil ihr hattet euch, glaube ich, sogar auf einen Country-Song. Es war sogar ein wirkliches Zitat. Ja, von Rudy Guthrie war das, ja. Ja. Hm. Und ich glaube, my Land, my Country. Hm. Bestimmt ganz oft gefragt, Mensch, warum ist denn der Sänger von Virginia jetzt noch nicht bei Hotel Matze gewesen? Wurde ich noch nie gefragt tatsächlich, aber der Nino, ich habe auch im Allgemeinen jetzt auch, ich wurde zum Beispiel schon oft gefragt, warum ich den Pierre, meinen Partner, mit dem ich mit Vergnügen mache, noch nicht eingeladen habe. Und ich finde irgendwie, eine Vorstandssitzung im Podcast. Ich weiß halt einfach selber nicht, also ich weiß halt so viel, dass ich natürlich auch weiß, also ich habe schon ein paar gute Freunde interviewt oder Freundinnen. Und manchmal, wenn man eine Person der Öffentlichkeit ist, so ganz 100% ehrlich ist man ja auch nicht unbedingt. Und manchmal spielt ja irgendwie eine Rolle zwischen öffentlich und nicht öffentlich. Man redet vielleicht anders. Und gerade wenn man sich so gut kennt und alles weiß, und ich weiß noch, unser Schlagzeuger Angelo hat früher immer gesagt im Tourbus, wir wissen ja alles übereinander, wir müssen nicht mehr miteinander reden. Und im Fall von Nino, dem Sänger, da weiß ich auch tatsächlich so viel. Ja, das ist,
Und es gibt ein ganz fürchterliches Interview von euch auf YouTube. Oh Gott, du bist aber... ihr seid... ich möchte fast meinen Stimmungstrunken. Es war, glaube ich, zu früh, dass ihr betrunken wart. Und die Moderatorin versucht, mit euch zu reden. Es klappt gar nicht. Es ist sehr unterhaltsam. Also war es lustig oder was? Ihr beantwortet wirklich alles außer ihre Fragen. Okay, gut. Und war schwierig. Aber ja, deine Frisur war super. Ich hatte wahrscheinlich so den Versuch einer längeren Frisur. Aber das haben wir tatsächlich sehr häufig gemacht, dass wir... also wir haben wahnsinnig viel Spaß zusammen gehabt. Also das muss man sich ja wirklich so vorstellen, dass so Schulfreunde aus dem Kaff losfahren und irgendwie kommen da Leute. Mhm. Und das hat uns, also stimmungstrunken trifft es total, weil wir waren die ganze Zeit auf jeden Fall auf Stimmung. Und gar nicht so wirklich nicht betrunken oder so, sondern einfach so, das ist so ein, der wurde ja auch schon tausendmal wie so eine Klassenfahrt und so, aber das stimmt auch wirklich. Und das ist total schön, dass auch so, das war für mich auch, als die Band sich dann aufgelöst hat, da war ich so Ende 20, 30, glaube ich, war schon 30. Und ich dachte so, naja, also das ist, ich glaube, es gibt kaum was Schöneres, als seine 20er so zu verbringen. Und die Künstler, die Bands, die ich kenne, die jetzt irgendwie, die es noch immer gibt und die spielen immer noch ihre alten Hits. Und das ist alles, das mag ich, bin ich so rückwärtsgewandt irgendwie. Mhm. Und ich fand das irgendwie, also auch wenn du das jetzt erzählst, ich habe da lange auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, das ist schön, weil das sind tolle Erinnerungen und ich habe natürlich sofort an sehr interessante Begegnungen irgendwo gedacht. Ich habe neulich meinem Sohn davon erzählt, dass mir mein anderer Musiker auf dem Festival total in die Eier getreten hat, einfach aus Spaß. Und, immer gut Festival, ich höre es doch raus. Was man so macht, ja. Das ist, und das ist schön, dass da sind ganz, ganz viele Anekdoten, aber eben nicht, und es ist auch gut, dass es dann zu Ende ist. Und dann, das finde ich auch gut, das hast du in vielen Interviews gesagt, es ist gut, dass es abgeschlossen ist. Wer Virginia jetzt noch nie gehört hat, unbedingt mal Wahre Liebe anhören, mein Lieblingstrack von euch. Mir schrieb mal jemand, ey, hör dir mal bitte die Hotel Matze an mit Kim Frank, Jennifer Weist und Finn Kliemann. Ja. Dann habe ich geschrieben, warum? Was meinst du, was derjenige geantwortet hat, warum ich unbedingt da reinhören sollte? Vielleicht deckt es dich mit deiner Erinnerung an den Talk. Das ist ein Talk gewesen, der am Ende des Jahres stattgefunden hat, bei Kim Frank zu Hause. Ah. Also ich erinnere mich an eine Szene tatsächlich, also an zwei Szenen erinnere ich mich sofort. Und das ist das eine, ist, wir haben sehr, sehr lange über das Thema Rassismus gesprochen, weil Kims Frau schwarz ist. Und das war ein langes Thema, also ein sehr, sehr ernstes Thema. Und dann hatten wir aber auch, ich erinnere mich an ein Treffen mit einer Freundin einen Tag zuvor, die mir über ihre berufliche Perspektive erzählt hat. Und ich habe ihr einen Tipp gegeben, was sie machen soll. Und für mich war das der logischste Tipp, den man geben kann. Also es gab gar keine andere Möglichkeit. Und dann habe ich aber das genommen und habe den dreien ihre Möglichkeiten erzählt. Und die hatten alle eine komplett andere Meinung. Und das fand ich so spannend, dass man an so einem Tisch sitzen kann, dass man sich verstehen kann und aber auch wirklich so unterschiedliche Meinungen haben kann. Thema Rassismus, andere Sachen zu sagen hat und eben, wie man Kunst sieht. Und trotzdem kann man aber zusammen an einem Tisch sitzen. Das ist das, woran ich mich erinnere. Aber was hat dein Freund gesagt? Er hat gesagt, du musst diese Folge hören, weil Kim Frank ist sehr weird. Okay. Also sehr seltsam. Nein. Es wird dir wahrscheinlich nicht so aufgefallen sein, weil du warst ja mit vor Ort, du hast alles erlebt und die Gesichter dazu natürlich gesehen. Ja. Aber ich muss tatsächlich, ich schätze Kim Frank sehr, fantastischer Musiker und natürlich großartiger Regisseur. Ja, unglaublich, ja. Ja, und er schreibt ja auch mittlerweile selber auch sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich habe es beim kurzen Reinhören, ich hatte die 6 Stunden, die ihr da gesprochen habt, nicht im Ganzen gehört. Ja. Aber ich glaube, es gibt einen Talk, den du vielleicht lieber nicht ein drittes Mal machen möchtest. Ja, aber also es gibt tatsächlich nicht nur einen, es gibt mehrere, die ich irgendwie, wo ich denke danach, also das ist, wie soll ich das sagen, es gibt manche Begegnungen, die hat man, das kennst du bestimmt auch, wo man danach sagt, das war jetzt okay, aber das müssen wir vielleicht nicht nochmal machen. Und das kann sowohl im Guten wie auch im Schlechten sein. Im Guten kann es sein, eigentlich... Ich habe das mit einem Gespräch gehabt mit Charlotte Roche zum Beispiel. Da habe ich danach gedacht, okay, wir müssen, glaube ich, kein Interview mehr machen, so, weil ich das, also wir haben irgendwie, ich habe wirklich, wir sind so bis zum Tiefsten gekommen und haben ganz, ganz viele
Sachen erzählt, irgendwie, wir haben im Raum gesessen, wir hatten kein Licht an, es ist dunkel, wir haben in die Dunkelheit reingesprochen, also wirklich ein ganz, ganz besonderes Interview, hätte man niemals filmen können. Und danach war ich aber auch wirklich, ich hab mich gefühlt wie so leer gefragt und sie war auch so leer geantwortet. Und dann müsste erst wieder was ganz neues Kapitel bei ihr aufgeben, damit ich das irgendwie auch machen kann. Das ist was sehr Gutes. Und dann gibt es natürlich Momente, wo man merkt, da sind irgendwie unterschiedlichste Welten, die kommen irgendwie nicht zusammen. So, oder der hat mir jetzt oder die hat mir jetzt zu sehr ein Produkt verkaufen wollen oder hat überhaupt nicht verstanden, was ich eigentlich will. Ich konnte es nicht richtig deutlich machen oder so. Also es gibt sowohl im Guten wie im Schlechten und ja, aber ich würde jetzt nicht gerne eins rausnehmen und sagen, mit dem... Ach du, dann lass mich eins rausnehmen. Ja, bitte. Du und Udo Walz, das hat nicht so ganz funktioniert. Du wusstest, dass der Name kommt. Udo war ja auch hier schon zu Gast. Ja. Und das Lustige war, der Make-up-Artist kam und hat gesagt, Udo ist da. Er ist nicht gut drauf. Ah ja. Und dann habe ich mich eigentlich fast schon gefreut, gehe also rüber, sehe ihn da sitzen, er guckt mich an. Und wer bist du? Mhm. Und ich habe gesagt, ich bin Nico, ich moderiere das hier. Er sagte, ich bin heute eine Diva. Mhm. Ich sagte, Udo, kein Problem, hatte schon schlimmere Gäste. Na, das wollen wir noch sehen. Weißt du was? Heute interview ich dich. Mhm. Und ich sagte, probier's. Mhm. Und dann saßen wir da und es hat deutlich besser funktioniert als bei euch beiden, glücklicherweise. Ja. Ich habe da ein bisschen reingehört. Mhm. Du hast ja auch gleich den Hardcore-Moment. Es gab ja zwei Interviews. Ich habe eins gemacht und dann hast du selber gesagt, du, ich glaube, das funktioniert hier nicht. Und das hast du genau an den Anfang der Folge geschnitten, weil du ja ein Fuchs bist, weil du ja weißt, dann ist die Aufmerksamkeit am allerhöchsten. Und du sagst, ich glaube, wir machen das hier nicht. Was hast du in diesem Moment gedacht? Ich weiß, du hast was gesagt, aber was hast du gedacht, wenn ich dich fragen darf? Ja, klar. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Folge es war. Es war schon relativ, also in den ersten zwei Jahren, glaube ich. Und ich habe einfach gemerkt, und ich weiß auch, manchmal hat man ja das Glück, dass man so reagiert, wie man auch wirklich reagieren will. Manchmal denkt man erst, hätte ich doch mal anders reagiert. Yeah. Und in dem Moment war es wirklich so, er saß, um das so vorzumachen, also so gegenüber eigentlich geplant an einem Tisch. Und er hat aber so mit mir geredet und immer gesagt, das ist aber eine doofe Frage. und hatte wirklich einfach gar keine Lust. Mhm. Und ich habe dann einfach gesagt, nee, das passt nicht. So, also genau das, was dann drin ist. Und ich weiß, es war halt das x-te Mal, dass er gesagt hat, blöde Frage oder irgendwas, hat ihm nicht gepasst. Naja. Und was aber, das muss ich auch sagen, danach passiert ist, wir haben uns, das Gerät war aus und es war auch okay. Also er hat das ja auch gut genommen und hat gesagt, und dann haben wir uns total gut verstanden. Und es war so ganz weird. Und ich glaube, und das wirkt ein bisschen so, was du gerade erzählt hast, auch, dass es hier auch so war. Es ist wie so checken, wie weit kann ich gehen. Ja. Und wenn man dann sagt, nee, hier ist Feierabend, kriegt man seinen Respekt. Ja. Und dann sagt er selber, jetzt klappt's doch. Ich so, ja. Also, und dann meinte er, das können wir ja noch mal machen, das Gespräch. Dann bin ich so, wenn, dann jetzt. Abgefahren. Und dann sind wir rüber in seinen Salon gegangen. Und ich muss sagen, ich fand es dann wirklich gut. Also er saß dann, um das auch noch mal vorzumachen, er saß dann neben mir und hat mich die ganze Zeit so angetätschelt. und es war in seinem Salon, was auch anders war. Es war vorher in einem Café nebenan. Mhm. Er war dann einfach in seinem Raum. Und er hat sich dann viel, viel wohler gefühlt. Und ich fand das, also wir haben uns danach auch verabredet zum Quarkhäulchen essen. Das haben wir nie geschafft. also ich fand es dann auch gar nicht, ich fand es eher gut. Und ich finde das wichtig, dass man einfach sagt, was ist. Wenn man jemand reinkommt und sagt, also die schönsten Absagen habe ich eigentlich bisher von Wolfgang Job bekommen, der wirklich am selben Tag hat eine Assistentin oder so angerufen und sagt, der hat heute keine Lust. Toll. Super. Toll. Dann kann man auch, weil es bringt ja nichts, wenn der jetzt hier der hat gar keinen Bock und du denkst, ja, was soll das? So, ne, das brauchen wir nicht. Und deswegen finde ich das, und bei anderen Mal ist der Pool übergelaufen, konnte auch nicht. Also das sind so ein paar Probleme, die wir alle kennen. Die wir alle kennen. Und es ist aber schön, weil dann hat man auf jeden Fall ein Thema, wenn man sich dann irgendwann mal trifft. Und ich, das ist ja bei dir auch so. Du hast es ja, du machst jetzt nicht auf Termin und du bist jetzt nicht, man ist nicht hier, weil man, keine Ahnung, irgendwas Aktuelles verkaufen muss oder sowas. Und dann ist das zeitlos. Und dann kann man auch sagen, der hat jetzt 2019 keine Zeit, aber vielleicht 2023. Ist ja auch okay. Genau. So, ja. Aber ich muss dir sagen, bei Udo, als wir uns dann eingegroovt haben, war es super. Und das freut mich, dass du das auch so empfunden hast, weil ich glaube, er hat einfach so viel beschissene Fragen in seinem Leben bekommen. Und das macht halt wirklich den Unterschied. Also ich habe ja auch du recherchierst ja auch die Leute vorher. In der Recherche bei Udo, ich Interviews gesehen, wirklich, also irgendwie gefühlt kennt jeder Udo Walz. Und dann sitzt da eine Frau, stellen Sie sich doch mal vor. Ja. Und dann guckt er die an und sagt, nein. Ja.
Ich denke aber auch, dass wenn du, und das habe ich, bei vielen älteren Menschen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass die immer, also die machen den Bullshit nicht mehr mit. Hm. So, und dass die sind einfach geradeaus. Und ich denke immer, also wenn ich jemand wie Udo Walz oder auch Sabine Rückert, die den Zeitverbrechen-Podcast macht und stellvertretende Chefredakteurin der Zeit ist, Wolfgang Job auch, Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt 40, wie alt bist du? 36. Und irgendwann, ich glaube, es gibt irgendwann so eine, im besten Fall, so eine Grenze, da gehst du dann drüber und dann sagst du so, it's fucking real. Und da hast du keinen Bock mehr auf so Quatsch. So, also wenn du, ich sag mal, wenn du cool drauf bist. Ja. Also, sonst machst du es vielleicht noch mit oder wenn du denkst, du musst noch irgendwas, aber so diese Ehrlichkeit und zu sagen, nee, das möchte, nein, ich stelle mich jetzt nicht vor. Ich mache jetzt diesen komische Kasperle-Theater nicht mit. Und wie lustig er sein kann, sieht man ja auch bei Udo Walz in den alten Zirkus Halligalli-Folgen, ja, bei Anruf Udo. Unglaublich. Und genau, da merkt man aber auch, wie viel Spaß ihm das macht, solche Sachen zu machen. Ja. Welcher Podcast hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Das ist bestimmt eine richtig beschissene Frage. Kannst du sie trotzdem beantworten? Nee, ist gar keine beschissene Frage. Jetzt würde man sagen, oh, ganz viele. Der nächste Woche getrieben. Der nächste. Aufgenommen wird. Genau. Das beste Buch habe ich noch nicht geschrieben. Ich hoffe, das kommt noch. Also was für mich wirklich sehr, sehr, sehr besonders war, war das Gespräch mit Wolfgang Job. Das hatte irgendwie, natürlich auch durch die Vorgeschichte, weil wir uns so lange, das verabredet wurde und abgesagt wurde. Es war schon wirklich, ich kannte dann am Ende wirklich, ich wusste, wann der Physiotherapeut kommt, wann der auf Sylt ist, wann er auf Ibiza ist. Ich kannte seinen Kalender gefühlt. Und dann war das aber ein total besonderes Gespräch, weil das... Ich glaube, wir auch eben da auch über Sachen gesprochen haben, die er noch nicht so verhandelt hat. Weil wir es erst so über das Flunkern oder so gesprochen haben. Und ich hatte das Gefühl, der flunkert gar nicht mehr. Der sagt einfach genau, was ist. Und das fand ich, das hat mich sehr berührt. So. Und auch dieses, er ist einer der erfolgreichsten Modedesigner der Welt, könnte man, glaube ich, sagen. Sagt auch den Job, den er gemacht hat, Karl Lagerfeld, Jill Sander und er, das gab es vorher nicht. Und dass er aber sagte, dass er, eigentlich wollte er Künstler werden und er wollte gar nicht irgendwie so ein Modedesigner werden und dass er irgendwie das Gefühl hat, irgendwie ist da noch nicht, er hat doch nicht alles erreicht, was er erreichen wollte. Und da sitzt halt so eine Ikone vor einem und der sagt, ja, sagte irgendwie, glaube ich, mehr war halt nicht drin. So, krass, okay. Aber das zeigt auch, dass das kennen wir ja alle. Also man geht manchmal aus dem Interview raus oder aus dem Tag und denkt irgendwie, heute war irgendwie, ja, irgendwie, na gut, mehr war heute nicht drin. So, das ist irgendwie, das ja, okay. Man ist nicht so ganz zufrieden mit dem Tag. Und man denkt manchmal, dass es so die Menschen, die, keine Ahnung, irgendeine Villa leben, die irgendwie die Besten in irgendwas sind, dass die anders sind. Nee, die sind genauso. Und die haben genauso eine Leerstelle und die wollen sie irgendwie besetzen. Und das fand ich... eine schöne Erkenntnis irgendwie, schön und traurig zugleich, weil es ja auch sagt, naja, also diese Suche, die geht irgendwie weiter, die hört gar nicht so auf. Und das hat mich berührt, ja. Justin Bieber hat mal einen Post gemacht, ich weiß, Wolfgang Job, Justin Bieber. Stark. Justin Bieber hat mal einen Posting gemacht, in dem stand, nur weil Leute glücklich wirken, weil sie reich sind und in Villa wohnen und sowas, sind die auf jeden Fall nicht glücklich, ich kenne mehr als genug Beweise. Ja. Ich glaube, das hat den Leuten mal... Weil Instagram hat dem Ganzen natürlich geholfen, dass man noch shinier ist, als man eigentlich ist. Und Leute das noch mehr glauben wollen. Und das ist eben das Wichtige. Ich meine, ich glaube nicht, dass viele das glauben. Ich glaube, viele wollen es einfach nur glauben. Weil es natürlich auch etwas, also ne, wenn, das wird ja ganz oft gesagt, das ist nicht authentisch oder irgendwas. Aber ich glaube auch schon, also das authentische Leben, das haben wir ja zu Hause. Also ne, wenn wir ein authentisches Leben haben wollen, dann würden wir die Show hier bei dir zu Hause filmen. Aber es ist doch viel schön, dass wir hier sind und dass wir woanders sind und was anderes mal sehen. Ja, aber es gibt auch die Weit-Weg-Edition, bei der ich zu Hause bin und wenn du Gast wärst, du bei dir wärst. Ja, ist das so Zoom-mäßig? Nein. Sieht schön aus. Okay, gut. Schau mal rein. Gut, das mache ich. Ja, Zoom-mäßig, weil das ist, glaube ich, so, das will man jetzt nicht mehr sehen. Nee, das dritte Mal, als mir dein Podcast empfohlen wurde, ja, habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich mir das mal an. Jetzt. Und ich sage bewusst gucken, ich habe nicht gehört. Und scroll so durch und denke, das gibt's ja nicht. Der hat alle Gäste, die ich angefragt habe, ja, die mir abgesagt haben, die hattest du alle. Ja. Ich habe mich wahnsinnig für dich gefreut. Danke. Und du hast in der 100. Folge gesagt, deine Gäste-Wunschliste ist noch so lang. Ja. Ist bei mir ganz genauso. Ja. Also irgendwie, wenn ein Tag vergeht, schon irgendwie 2, 3 neue Namen drauf. Ja. Wer steht da seit Anfang an drauf und war noch nicht da? Tatsächlich Angela Merkel.
Hab ich auch. Aber ich sag mal so, da mache ich uns beiden nicht so viel Hoffnung. Oh, ich bin da sehr, sehr gute Dinge. Also ja, das ist eigentlich, also das waren so, also die ersten drei Namen, wenn ich mich richtig erinnere, waren Lars Eidinger, Angela Merkel und Benjamin von Stuttgart-Barre. Gut, zwei von drei hat's da. Ja, genau. Und, sehr gut. Hat auch eine Weile gedauert. Ich glaube, die 50. Folge war tatsächlich Lars Eidinger. Und ja, es gibt natürlich immer so, ich würde schon gerne mal Thomas Gottschalk treffen wollen. Irgendwie, echt? Ja, ich würde den gerne treffen wollen. Ich würde gerne natürlich Ruth Matz, ich würde gerne Udo Lindenberg mal treffen wollen. Ich würde gerne mal Herbert Grönemeyer treffen wollen. Ich würde gerne die Autorin Julie C. treffen wollen. Da gibt es schon, es kommen immer wieder entdeckt man neue Leute, die man so denkt, oh, der wäre auch mal spannend. Oder Leute schreiben und sagen, ja, wie wäre es mal mit dem? Und dann kennt man den gar nicht. Dann denkt man, oh, das ist aber super spannend. Ja, wo kommen die her? Wo waren die so lange? Genau, oder ja, warum kenne ich die jetzt nicht zum Beispiel? Das passiert mir auch so häufig. Genau. Und deswegen Angela Merkel. Vielleicht erst zur 200. Folge. Ich bin ja ein sehr positiver und hoffnungsvoller Mensch, aber ich glaube, das wird schwierig. Ich halt gegen. Du hältst gegen? Ich ja, halt du. Gegen. Ja, also. ja, also die 100. Folge war mit Clouseau, ich hatte es schon gesagt. Und ich habe sie mit voller Freude gehört. Freut mich. Vor allem ab Minute 6. Warum? Ab Minute 6. Weil das Intro vorbei war? Ja. 6 Minuten. Krass. Weil das Intro vorbei war? Ja. Ja. Naja, also A muss man den Gast vorstellen, B muss man auch Geld verdienen, da kommt die Werbung und dann geht's los, ja. Wie lang war dieser Intro-Part in den ersten 10 Folgen? Oh, kann ich dir gar nicht, also ich kann dir zumindest, also das weiß ich nicht genau, weißt du vielleicht sogar besser als ich, aber es ist, ich weiß zumindest, dass das Aufnehmen des Einsprechers, das hat bei den ersten Folgen so lange gedauert. Das ist wirklich, ich weiß noch, wie ich bei Ronja von Rönn in der Küche stand bei uns zu Hause und das eingesprochen habe und wirklich 2 Stunden lang versucht habe, das einzusprechen, dass es nicht holprig oder irgendwas klingt. Oh je. Und ich fand das alles so furchtbar und es hat mir so wehgetan. Diese Folge ist eh geschnitten, also da ist wirklich, das hört gar nicht mehr auf. Klar hat das natürlich mit der eigenen Stimme zu tun und wenn man das was vorliest, klingt das irgendwie abgelesen oder nicht und so weiter und so fort. Und ich kenne das aber von relativ vielen Leuten, die mir das erzählt haben danach. Also die im Radio arbeiten, die andere Podcasts machen, dass die das am Anfang auch hatten. Und jetzt, ich habe gerade bevor ich hergekommen bin, ein anderes Intro eingesprochen, das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Also 3-mal vorgelesen, das war's. Nicht 10 Minuten. Ich möchte dir nicht ins Gesicht lügen, es waren 15. Ich freue mich, wenn du mal wieder vorbeikommst, um mir nicht ins Gesicht zu lügen. Vielen Dank, dass du zu Gast bist. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und für euch gilt, die Welt ist ein wunderschöner Ort. Bitte sorgt dafür, dass es so bleibt. Bis morgen. Also ich sage etwas, was ich noch nie in eine Kamera gesagt habe, ja? Es tut mir alles so leid.